Hallo zusammen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich bin heute mal wieder unterwegs. Und zwar habe ich mir vorgenommen, Pforzheim einmal von Süden von meiner Wohnung nach Norden zu durchqueren. Genauer gesagt will ich heute eigentlich mal zum Wartbergturm. Das ist so ein kleiner Aussichtsturm. Ich glaube auch wieder aus dem 14. Jahrhundert oder so. Ich werde es im Schnitt wieder bemerken und dann hier entsprechend als Text einblenden. Ja, das ist so ein alter Turm, an dem ich in meiner Jugend gern und viel war. Ja, und das Wetter ist heute einfach wieder auch mal absolut fantastisch. Hier im angrenzenden Baum macht auch schon wieder ein Vogel richtig Randale. Und ich dachte mir einfach mal, ich zeige euch mal, wie gigantisch denn Pforzheim tatsächlich sein kann, wenn man hier entsprechend so diesen Ausblick hat. Wartbergturm ist übrigens jetzt genau da hinten, da kann man jetzt schon fast hinsehen. Den Wasserturm und Sendeturm, den sieht man ja ganz gut, und direkt daneben, da ist dann auch der Wartbergturm. Ja, so, und unterwegs werde ich euch vielleicht einfach immer wieder mal so Kleinigkeiten aus dieser Woche erzählen, die mich so beschäftigt haben. So wirklich tolle Sachen gibt es da auf dem Weg jetzt nicht zu sehen. Ganz viel Treppen. Ich stehe hier nämlich jetzt zum Beispiel an einer. Hier geht es nämlich Treppen hinunter und die nehme ich jetzt entsprechend in Angriff. So eine ganz fantastische Sache im Moment ist gerade, hier an der Enz zu sitzen und sich gerade noch ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Das wird gerade sehr gern genutzt. Ich saß gestern Abend auch mit einem Freund hier. Der hatte ganz praktischerweise Campinghocker im Auto. Und wir haben uns dann Kleinigkeit zu essen geholt, haben uns hier an die Enz gesetzt, haben ein bisschen im Freien gequatscht, so als Ausgleich, weil man ja tatsächlich gerade nirgendwo sonst hingehen kann. Ja, aber man braucht dann doch immer noch ein bisschen Gesellschaft. Und wenn es dann auch bloß eine Person ist, damit man sich entsprechend an die Corona-Bestimmungen hält. So, jetzt bin ich auch noch mal ganz schnell ins Büro, weil ich nämlich gestern meinen Rucksack hier vergessen habe. Ja, und ich wollte tatsächlich nicht einfach nur mit der Jacke
das Haus verlassen. Ja, da habe ich ja immer Geldbeutel und Telefon und ach, was man so ans Mann entsprechend halt braucht drin. Und dann muss ich die immer tragen, kann mir die nicht umbinden, weil ich sonst Angst habe, dass mir die Sachen rausfallen. Daher Rucksack, der lässt sich mühelos tragen und da ist dann auch die Jacke schnell verstaut. Ja, aus dem Büro hätte ich euch jetzt natürlich auch für diese Woche etwas erzählen können, weil es sind meine Möbel gekommen oder zumindest ein Teil meiner Möbel. Ja, Schrank und ein kleines Sofa. Aber ich habe mir vorgenommen, zu Büro und Atelier mache ich mal nochmal ein separates Vlog und stelle euch das vor. Hier fehlen nämlich noch ein paar Sachen. Im Atelier ist noch nicht richtig aufgeräumt, weil ich ja einige Sachen hierher mit ins Büro nehme und aber auch nach Hause. Das sieht gerade chaotisch aus, das mag ich im Video so nicht zeigen. Aber das sollte in den nächsten Wochen eigentlich auch kommen, dass ich euch mal da mitnehme und euch zeige, wie es dort aussieht. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg zum Wattberg. Jetzt komme ich so langsam in meine alte Hut, also an den Ort, wo ich, oder in den Bereich, wo ich als Kind so meinen Aktionsradius hatte. Weil hier hinter mir, das ist die St. Franziskuskirche. Das ist die Kirche, in der ich meine Erstkommunion erfahren habe, indem ich das erste Mal Kontakt mit dem Thema Beichte und intensiv vom Ausleben von Religion hatte. Ja, und der wahrscheinlich auch damit dafür verantwortlich ist. Ja, okay, nicht der Ort selber, sondern das ist die Konstitution Kirche, die mich dazu veranlasst hat, erhebliche Zweifel am gelebten christlichen Glauben zu haben. Weshalb ich da zu diesem Verein zwischenzeitlich einfach nicht mehr gehöre. Tja, aber in der Kindheit war das hier der besondere Ort, wo man gerade am Sonntag immer hingegangen ist. Ja, und Jugendarbeit hat tatsächlich ja auch ganz gut funktioniert. In Teilen, in Teilen. So, und auch Recht und Gesetz hat in Pforzheim seine Repräsentanz, denn das hier, das ist das Pforzheimer Gefängnis. Da habe ich zum Glück noch nie einsitzen müssen. Oh. Als Kind habe ich immer gedacht, dass ich hier in dieser Straße irgendwann mal leben werde. Das war so mein Idyll. Tja, damals war meine Welt aber halt auch noch deutlich kleiner. Hier unten ist auch noch mein ehemaliger Kindergarten. Tja. Und zwischenzeitlich sieht es hier dann doch auch schon wieder ein ganzes Stück anders aus. Aber manche Sachen sind auch geblieben. Kennt ihr das auch? Hat sich bei euch auch so die Nachbarschaft eurer Kindheit über die Jahre verändert? Schreibt mir doch sowas einfach mal in die Kommentare. Thank you.
So, ein Grund, warum ich mich als Kind hier immer den Berg hochgequält habe, das war hier das Wartbergfreibad. Und wenn ich jetzt hier schon mal in der Ecke bin, dann muss ich doch auch gleich nochmal kontrollieren, ob das noch steht. Ja, steht. Aber ob das dieses Jahr eröffnet wird, muss man mal noch abwarten. Das Wetter könnte demnächst schon warm genug werden. So, und jetzt bin ich auch schon fast an meinem Etappenziel angekommen, weil ich stehe hier nämlich vor dem Pforzheimer Wasserturm auf dem Wartberg. Das ist tatsächlich Wasserturm und Mobilfunksendeanlage, beziehungsweise ich glaube auch Richtfunk, also Fernsehen und so weiter. Die E-Techniker unter euch, die werden mich jetzt sicherlich gleich wieder korrigieren. Antennen in ganz toller Form. Und man scheint die wohl auch von der Autobahn aus zu sehen. So, und für mich geht es jetzt einfach nur noch ein Stück nach da hinten. Da ist nämlich der Wartbergturm. So, und jetzt geht es hier zum Wartbergturm. Hier hat sich das auch schon ganz ordentlich verändert. Früher war das ja tatsächlich nur so ein Trampelpfad, zwischenzeitlich ein fester Fußweg mit Bänken. Und es scheint auch gerade eine ganze Menge los zu sein. Holla die Waldfee. Früher sind wir hierher gekommen, um unsere Ruhe zu haben. Ja. So ändern sich die Zeiten. Ja, jetzt, wo die Möglichkeiten begrenzt sind, sucht wohl jeder so noch sein Plätzchen, wo er sich hinflüchten kann, um doch noch ein bisschen Zeit im Freien zu verbringen und nicht nur in der eigenen Bude hocken zu müssen. Sei ja auch jedem gestattet. Ja, ich habe jetzt auch beschlossen, ich habe eigentlich gar keine Lust, den gleichen Weg wieder zurückzulaufen, um heimzukommen. Ich nehme jetzt einfach noch einen alternativen Weg, der mich über Eutingen führt. Ja, so ein bisschen Enzauenpark dann zum Abschluss. Das wird auch noch ganz schön. So, und eigentlich wollte ich ja noch erzählen, was diese Woche alles passiert ist. Tja, aber tatsächlich ist diese Woche nichts Besonderes passiert. Also, alles, wovon ich berichten könnte, wäre eigentlich sinnlose Diskussionen in den sozialen Medien über Geschlechtergerechtigkeit, Rassismus, faire Bezahlung für Arbeit. Aber bei Licht betrachtet waren das alles Diskussionen, die ich mir auch hätte sparen können, weil die haben tatsächlich für mich keinen Erkenntnisgewinn gebracht. Und auch bei meinen Diskussionspartnern nie irgendwo hingeführt. Tja, eigentlich immer schade,
Aber ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen. Tja. Ansonsten ist, ich glaube, in aller Leute Leben im Moment gerade einfach richtig wenig los. Man kann halt wenig machen, weswegen ich es auch verstehen kann, dass man dann so Chancen nutzt, an so einem tollen Sonntag, wie er heute ja wieder ist, an einen öffentlichen Ort zu gehen, wo man im Freien sein kann und so ein bisschen, ja, das Draußensein zu genießen. Auch wenn man natürlich immer einen gewissen Abstand zu allen Menschen halten muss. Ja, mein Spaziergang nähert sich jetzt aber auch dem Ende. Ich war jetzt aber auch schon über 3 Stunden unterwegs, bis ich jetzt dann noch voll zu Hause bin. Ja, werden so 3,5 Stunden sein. Aber den Sonntag dementsprechend gut verbracht. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr so im Moment gerade an euren Sonntagen alles anstellt, damit euch zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch heimgehen, werde dieses Video schneiden und auf YouTube hochladen. Und wenn ihr mich für meine Mühe belohnen wollt, dann gebt doch dem Video bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr zufällig auf meinen Kanal gestoßen seid, dann abonniert doch diesen gern. Und wenn ihr die Glocke neben dem Abo-Button klickt, dann werdet ihr auch informiert, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.